allem hier seit 2000, ja, langjährige Beziehung, waren 2000 bei der ersten Alpenrallye gemeinsam mit dabei mit Bentley Motors und haben auch seit 5 Jahren hier in Kitzbühel die Bentley Lodge im Ewing Försterhaus, das lustigerweise genauso alt ist wie Bentley Motors und auch heuer 100 Jahre wird, so wie wir. Ich denke, die Landschaft spricht für sich selbst. Ne? Es liegt wunderbar zwischen Bayern, ja, und Italien. Und damit ist es immer schon ein Hotspot gewesen. Wir haben viele Kunden hier wohnen, die sehr gerne in Kitzbühel sind. Und damit eine perfekte Symbiose für unsere Marke. Der Schaeffler zählt zu den langjährigsten Partnern der Kitzbüheler Alpenrallye und gehört wirklich mit seinen Systemen, Transportsystem, Entwicklung und so weiter, zu den innovativsten Unternehmen, die es in dieser Branche gibt. Und wenn man nur zurückdenkt, in fast jedem Oldtimer, der bei uns mitfährt, ist ein Schaeffler-Teil verbaut und auch in den neuesten Fahrzeugen sind in fast allen Fabrikaten Schaeffler-Systeme und Schaeffler-Bauteile verbaut. Ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung, es raucht unterm Lenkrad raus und wir sind komplett überfordert. Gott sei Dank gibt es erfahrene Oldtimer-Fahrer, die uns quasi aus der Panne helfen oder die uns retten. Keine Ahnung. Was haben wir denn für ein Problem? Kabelbrand, jawohl. Also Sicherheit steht ja auch im Namen einer Versicherung, insofern begrüßen wir das außerordentlich. Und ohne die Sicherheitskräfte vor Ort, egal ob das Rettungskräfte oder Streckensicherungsposten oder auch Zeitnehmer oder sonstiges sind, wird so eine Rallye überhaupt nicht stattfinden können. Insofern sind wir total begeistert, auch hier in Kitzbühel, über die Freundlichkeit der Menschen, die in den Strecken stehen. Spaß, locker angehen lassen die ganze Sache und auf die Uhr gucken. Genau, also wir haben 7 Stoppuhren, 3 GPS, 2 iPads. Ein Hubschrauber, der vor uns herfliegt. Und nehmen wir die Sache wirklich ernst, ja, absolut. Ja, weil Platz 2 wäre eine Niederlage. Wir haben auch einen mentalen Coach dabei und das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Und der Höhepunkt wird natürlich sein, dann später den Pokal in Empfang zu nehmen. Das ist ja ganz klar. Da freuen wir uns schon drauf. Wir sind sehr siegessicher. Auf jeden Fall. Erstens einmal, es gibt keine elektronischen Helferlines da drinnen, kein ABS und keine Servolenkung. Er hat nicht einmal eine Klimaanlage, gar nichts. Also du kurbelst und kuppelst und schaltest und bremst. Einen Bremskraftverstärker hat er schon, jawohl, das hat er. Aber sonst ist keine Elektronik. Also wir fahren hier in Kitzbühel als eines der wenigen Teams rein mechanisch. Das heißt, wir haben einen mechanischen Wegstreckenzähler, wir haben nur Stoppuhren mit. Und alles, was wir dann an Gleichmäßigkeit fahren, kalkulieren wir über Schnitttabellen, rechnen das aus, stimmen und das Auto ab. Aber es mischt sich hier ganz lustig und wie man zeigt, wir sind letztes Jahr Dritte geworden, auch mechanisch und es waren rund um uns nur Captain Kirks unterwegs. Also es geht, wenn man es richtig anlegt, jetzt auch nur mit der alten Technologie, also wirklich mechanischen Stoppuhren, mechanischen Wegstreckenzählern, du machst das und es geht trotzdem. Ja, wir haben einen Regulator aufgelegt, ähnlich wie letztes Jahr. Das ist ein Stahlgehäuse, 41 mm, wir haben 11 Modelle dafür gemacht. Sie sehen hier auf der rechten Seite das Logo von der Kitzbühler Rallye und es hat eine super Luminova-Beschriftung auf den Zeigern, auf den Indexes. Es ist ein sehr schönes offenes Backcase, wo man das Werk sieht und natürlich ganz klar klassisch mit dem Rallye-Lederband.
Old-timer rally is a lot of fun. This is my second year here. We came from the United States, Virginia, and we're driving this old 58
TR3A, which was a factory works car that did the Alpine Rally in 1958. And what's special about the old timer rally? I mean, look at all these cars in this beautiful weather and all these mountains and the snow caps and such. So it's just a great time. I am hypnotized when I see your grace. Nous sommes ravis d'être ici, nous sommes le seul équipage français. On représente la maison de vente aux enchères Arcurial Motor Cars et on est ravis de participer au Kitzbühel Rally. On voit des paysages magnifiques et des voitures évidemment aussi exceptionnelles dans une très très bonne ambiance. Voilà, on est très contents. Offenbar haben wir den Ausbruch verloren, beziehungsweise hat gelassen. Und jetzt haben wir notdürftig etwas gebastelt. Scheint gut zu gehen. Wir werden das auf den nächsten Kilometern dann sehen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Aber wir sind zuversichtlich, hä? Und haben Freude auf die nächsten Kilometer. The weather, the people, the roads, but mostly the people. It is just a wonderful time to be here. We love the people in Kitzbühel and the area, and we'd love to have these beautiful drives in the mountains. So we don't get this in the United States, so we will do it here. Die Damen untereinander verstehen sich besser. Gibt es jetzt so ein bisschen Stunk? Gibt keinen Stunk, nein. Genau, perfekt. Und man wird überall bestaunt und jeder schreit, hey Mädels, und ist schon klasse. Keiner traut seinem zu im Endeffekt. Ja, und wir wechseln uns ab. Genau, und wir sind ein richtiges Team. Genau. Ist es auch befriedigend, wenn man den Männern zeigt, wie es geht? Ja, schon. Vor allen Dingen, wenn man sie mal an einem Abschnitt, wo sie nicht dachten, überholen kann, und dann schauen sie einem hinterher, und das ist ganz klasse.
Ja, die Rallye war bis jetzt sehr erfolgreich. War eine super Rallye, tolle Landschaft, eine wirklich gute Strecke, tolle Organisation. Und wenn jetzt das Ergebnis heute Abend noch passt, dann sind wir vollends zufrieden. Ja, die letzten 3 Jahre waren wir immer auf dem 2. Platz und darum hoffen wir dieses Jahr auf dem 1. Platz. Eigentlich muss man nur konstant gut fahren, sich keine großen Patzer erlauben, immer gut konzentriert sein, sich sauber vorbereiten. Naja, und dann ist es eigentlich kein Hexenwerk, aber so ein bisschen Glück gehört immer dazu. Ja, die Kitzbüheler Alpenrallye ist vielleicht auf der einen Seite das Flair Kitzbühels, das an und für sich wunderbare Bilder und auch eine herrliche Atmosphäre hergibt. Das andere sind auch die Auswahl unserer Strecken, die wir heuer, haben wir viel Lob von unseren Teilnehmern gehört, dass die Streckenauswahl wirklich ganz hervorragend war. Auf was darf man sich im nächsten Jahr freuen? Auf die 33. Alpenrallye mit neuen Strecken und da sind wir jetzt schon dabei, die ein bisschen auszuwählen, vorzusortieren und dann werden wir schauen, was wichtig ist und was vielleicht für die Teilnehmer ganz lukrativ sein kann.